Hallo und herzlich willkommen auf Yuvami Entertainment. Ihr habt wieder ein Adventstürchen geöffnet und heute basteln wir Geschenkboxen, also kleine Boxen, in denen wir Süßigkeiten drin verstauen können. Und wieder nutzen wir wieder dieses Faltpapier. Das ist 15x15 cm groß und einfarbig. Und dann würde ich sagen, auf los geht's los. Gut, dann wollen wir mal mit dem Basteln anfangen. Zuerst müssen wir uns natürlich ein Blatt Papier aussuchen. Ich habe natürlich ein gelbes genommen, weil gelb ist eine schöne Farbe. Aber wartet kurz, bevor wir anfangen. Ich hole rasch noch ein Musterbeispiel. Das hier ist unser Musterbeispiel. So soll die Kiste nachher am Ende aussehen. Die kann man dann hier zusammendrücken und dann hält sie dann hoffentlich. Die hält nicht. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten nicht so halten werden, also nicht zu halten werden. Weil so wie das gebaut ist, lässt es das eigentlich nicht zu, weil die immer auseinander gedrückt werden. Aber manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. So, jetzt nehmen wir uns halt das Blatt Papier. Das soll 15x15 cm lang sein, genauso wie in der Packung, die ich euch da gezeigt habe. So, und jetzt nehmen wir uns halt eine so eine Kante und falten sie auf die gegenüberliegende Seite. So, klappen wir das Ganze wieder auf und nehmen uns eine andere Kante und falten sie wieder darüber. Haben wir das gemacht, nehmen wir uns jetzt eine dieser Ecken hier, also so eine oder so eine oder so eine oder so, wir müssen sowieso mit allen Vieren das machen und falten sie hier in die Mitte. Von dem Punkt an geht es nun weiter. Wir nehmen uns jetzt, legen uns das jetzt quasi so wie ein Viereck vor uns hin und jetzt schauen wir, nehmen wir uns die oberste Ecke hier und falten die Spitze hier oben an die Kante. So, klar, das klappen wir wieder auf und falten jetzt die Spitze hier an diese Falz. Gut, das kann so bleiben, das muss auch so bleiben. So, jetzt nehmen wir uns die gegenüberliegende Kante hier, die hier, und falten sie hier an diese Kante hier ran. Haben wir das gemacht und steht hier unten auch so ein Dreieck. Jetzt drehen wir das Ganze einmal und machen hier auch so ein Dreieck hin, so dass quasi die Spitze unseres Dreiecks, das wir jetzt neu erschaffen wollen, an der Spitze des großen Dreiecks hier. Nicht an der Spitze des kleinen Dreiecks, sondern an des großen Dreiecks. Dann nehmen wir uns hier die Kante von dem Dreieck, was wir uns gerade erschaffen haben, und falten das so, dass quasi die Falz nachher hier auch an dieser Kante entstehen wird. Das machen wir jetzt auch noch mit der gegenüberliegenden Seite. Haben wir das getan, wenden wir uns dem kleinen Dreieck zu. Das muss jetzt genauso wie die anderen Ecke an Ecke liegen. Genau so wird das auch noch einmal so gefaltet. Nehmen wir uns jetzt das kleine Dreieck, was wir gerade bearbeitet haben, und ziehen uns das ganze Konstrukt einmal so rüber. So, jetzt haben wir uns das hier so rübergezogen. Jetzt müssen wir das Dreieck hier, ich drehe es mal besser rum, also besser zu mir rum. Hier ist jetzt so eine kleine Kante. Ich habe jetzt leider keinen Stiftzahn, doch, ich habe hier einen schwarzen Stiftzahn. Jetzt sehen wir uns diesen schwarzen Stift hier. Markieren wir die Kante hier. Oder die Falte. Und wir müssen die jetzt hier rauflegen. Das muss jetzt einmal gefaltet werden. So. Jetzt machen wir das Ganze wieder auf und drehen das Ganze hier einmal um. Jetzt markieren wir uns diese Falte mal, weil an der muss jetzt das Dreieck nach oben gefaltet werden. Und jetzt nehmen wir uns diese Kante und falten sie hier nach oben, so dass sie ein kleines bisschen oben absteht. So, jetzt müssen wir uns die gegenüberliegende Seite nehmen. Machen sie hier auf und nehmen uns das Dreieck und sorgen dafür, dass quasi diese Kante hier, also so hinlegen, sodass das hier quasi nahtlos weitergeführt wird.
Seht ihr, es geht quasi hier so lang. Dann geht das da unter auch hier so weiter. Das meinte ich mit nahtlos weiterführen. So muss das Dreieck danach hinten. Dann können wir das Ganze wieder aufklappen. Das Dreieck einmal umdrehen. So, dass sie dann nach oben falten. Und dann wieder hier die Kante einmal so umfalten, dass es einmal, dass es oben etwas übersteht. Ich drehe das mal. So, dass es für mich zumindest besser aussieht. Und dann geht das. So. Die abstehenden Dreiecke hier oben, die kann man hier einmal umknicken. Das sollte man auch tun, das habe ich hier gemacht. Gut. Jetzt nehmen wir uns, wenden wir uns den beiden hier zu. Drehen wir, dann nehmen wir das 1-1 mal mit und drehen das um. Und falten das hier einmal auch einmal auf die andere Seite. So. Hier gut falten, das ist wichtig. Weil es muss auf der Seite erstmal bleiben. Machen wir auch noch mit der gegenüberliegenden Seite. Haben wir das getan? Müssen wir jetzt das hier, haben wir also wieder einmal umdrehen, so. Dann drehen wir das noch einmal um. Und wenden uns wieder unseren komischen, also unseren hier, na, wie nenne ich das jetzt? Ich nenne es jetzt unsere Verschlüsse, weil das werden unsere Verschlüsse nachher werden. Und dann falten wir sie hier einmal entlang der Kante hier. So dass hier zwei weitere kleine Dreiecke entstehen, die hier quasi so zu sind. So, wieder auf. Und dann machen wir das hier auch einmal. Haben wir das getan, nehmen wir und drehen wir das Ganze hier einmal um. Nehmen uns hier an entlang dieser Kante, entlang dieser Kante hier, nehmen uns das und drehen uns das auf, drehen das auf die andere Seite. So, und jetzt muss aufgepasst werden, das muss jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch gemacht werden. Nun muss das jetzt auf der anderen Seite drauf liegen. So, jetzt haben wir den schwierigen Teil erreicht. Wir nehmen uns jetzt von der Seite jetzt hier, also jetzt was jetzt quasi oben drauf liegt, nehmen wir uns diese Ecke hier. Ja, falls natürlich sein sollte, dass die untere Seite auf die obere liegt, muss natürlich die obere Kante hier genommen werden. Am besten ist das zu erkennen, man nimmt sich die Ecke, die quasi, wenn unser Konstrukt so verläuft, dann ist es immer diese Ecke, also immer hier einmal langlaufen. Also es muss so quasi aussehen und dann muss da die Ecke sein. Und hier ist es halt die obere. So, die Ecke nehmen wir uns und falten sie einmal hier rüber. Das muss so getan werden. Und dann entsteht quasi automatisch hier so, hier stellt sich das quasi aufrecht hin und hier auf der Seite stellt sich das auch aufrecht hin. So, einmal falten wir hier das Dreieck nochmal richtig hin und dann gucken wir mal, dass wir hier auch nochmal dort, wo sich die Seiten aufrecht hinstellen, dass wir da auch noch kurz ein bisschen gegendrücken, sodass sich das ein bisschen stabilisiert. Das machen wir hier auf der Seite auch einmal. Machen wir jetzt hier ein bisschen auf. Müssen das jetzt auf der gegenüberliegenden, also müssen das auf der unterliegenden Fläche auch machen. Haben wir jetzt diesen Punkt erreicht, sind wir fast fertig und jetzt kommt quasi der schwere Teil des Ganzen, der jetzt auch schwer zu zeigen ist. Wir haben jetzt quasi hier Dreiecke stehen. Hier haben wir so ein Dreieck, hier haben wir auch so ein Dreieck. Und hier unterliegend sind natürlich auch Dreiecke. So, was wir jetzt tun müssen, ist hier an der Ecke, die Ecke nehmen und sie hier raufhalten. Also, zeigen wir das so. Dann müsst ihr darauf liegen. Und das ist jetzt quasi der auch schwer zu filmende Teil, weil jetzt quasi alles mitgehen möchte, was auch mitgehen muss. So, und was machen wir mit allen vier Seiten? Und dann haben wir eigentlich quasi unser Päckchen schon fertig.
wird so oder so ähnlich, soll quasi euer Endprodukt aussehen. Meins ist jetzt nicht gerade so gelungen, wie es gelingen sollte, weil jetzt auf einmal komischerweise die Wände hier zusammenbrechen, also irgendwie nicht aufrecht stehen wollen. Das war's mit diesem Kalendervideo. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und ihr kennt die Prozedur. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, kommentiert fleißig, lasst ein Abo da und drückt die Glocke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.